Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem astrologischen Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emanuel von Zenstern und ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Wir haben am 1. Merkur in Schütze eingetreten. Bis 21. Dezember wäre bei vielen Jungfrauen ein Wohnwechsel in Betracht zu sehen. Es ist auch möglich, dass du deine Wohnräumlichkeiten renovierst, umgestaltest oder erweiterst. Familiäre Verabredungen sowie Ausflüge im Freien sind begünstigt. Zwischen 2. und 6. des Monats haben wir Venus Trigon Neptun. Du oder jemand in deiner Nähe wird entweder ein dunkler Humor haben oder sehr gefühlvoll und romantisch sein. Wenn dies nicht zutrifft, dann wirst du dich mit einem Menschen stark beschäftigen, der ein künstlerisches Talent hat. In der Liebe stellt sich eine besonders romantische Konstellation heraus. Zwischen 7. und 9. Dezember haben wir Sonne Quadrat Neptun. Kontakt mit Menschen, die sich in weit entfernten oder isolierten Orten aufhalten, kann sich ergeben. Schlaflosigkeit kann eintreten an diesen Tagen, wenn etwas im Hintergrund läuft, was du nicht loslassen kannst. Zwischen 10. und 11. des Monats haben wir Sonne Trigon Mars. Du wirst mutig in die richtige Richtung gehen und eine Sache regeln, die dir am Herzen liegt. Körperliche Betätigung wird wichtig sein, um sich von Sucht oder emotionalen Spannungen verschont zu bleiben. Wir haben zwischen 12. und 30. des Monats Merkur Quadrat Neptun. Es kann sein, dass du dich nicht zutraust, jemandem etwas zu sagen, um einen scheinbaren Frieden zu bewahren. Haushaltsgeräte und Fahrzeuge können mit diesem Aspekt einfacher denn je kaputt gehen. Irgendeine Verspätung kann bis Weihnachten vorkommen. Am 14. haben wir einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Neue Entwicklungen sind in den Bereichen der Wohnsituation und Familie zu erwarten. Homeoffice wird bei vielen Jungfrauen als Arbeitsmodell stärker vorkommen. Wir haben am 14. Saturn in Wassermann eingetreten. Bis März 2023 wirst du aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen dein Leben neu organisieren und eigenständiger zu gestalten. Beruflich gesehen wird sich bis dahin vieles ändern. Ein Arbeitswechsel dürfte bald möglich sein. Themen wie Gesundheit und Rechtssachen können je nach Horoskop im kommenden Jahr mit viel Anstrengung in Verbindung stehen. Wir haben dann am 15. Venus in Schütze eingetreten. Bis 8. Januar wirst du vieles mit deiner Familie unternehmen und gegebenenfalls Missverständnisse klären müssen. Zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter in Wassermann eingetreten. Eine Umgestaltung deiner unmittelbaren Umgebung ist notwendig, damit es dir besser geht und du dich wohler fühlst. Möglicherweise musst du eine Prüfung oder Test bestehen. Zwischen 20. und 21. haben wir Jupiter und Saturn in Konjunktion im Wassermann. Nach langer Überlegung und Vorbereitung wirst du bald eine Idee wunschgemäß umsetzen können. Zwischen 22. und 23. haben wir Mars Quadrat Pluto. Es kann sein, dass du dich etwas eingeengt oder beobachtet von jemandem fühlst. Merkur und Uranus bilden einen Trigon zwischen 24. und 28. und das heißt, du wirst eine Planung ändern müssen. Daher solltest du flexibel und offen für neue Wege, Wendungen und neue Möglichkeiten sein, meine liebe Jungfrau. Und dann zum Schluss, zwischen 30. und 31. haben wir einen Vollmond in Krebs. Das Jahr endet mit einem inspirierenden Mond, der dich dazu bringt, deine Eigenart in allen deinen Lebensbereichen auszuleben. Du solltest keine Angst vor Veränderungen haben, wenn du den Freiraum hast, dich so zu entfalten, wie du das brauchst und möchtest. Meine liebe Jungfrau, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Dezember 2020.
Wenn du eine individuelle und genaue Prognose für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer da für dich. Du kannst gerne eine Beratung buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir frohe Weihnachten und alles Gute im Jahr 2021. Bitte bleib gesund und wir sehen uns im nächsten Video.